zwar mache ich noch Karate und habe dann irgendwann Ip Man gesehen und fand das ganz cool und habe einen Kumpel gefragt, der mal beim Wing Chun war, wie das so war, wo er das gemacht hat. Meinte er, der war hier und die Leute waren echt klasse und hat ihm gut gefallen und ich soll einfach mal hingehen zum Probetraining. Und dann bin ich hergekommen, also zu der Schule Köpenick und zu der in Treptow und hat mir gut gefallen. Auch die Leute sind der Hammer und seitdem bin ich dann auch Mitglied. Also ich denke, wenn man hier länger dabei ist und auch den Willen hat und auch regelmäßig mitmacht und auch die richtige Denkweise hat, also da steckt auch eine Philosophie dahinter, wenn man das alles mitvermittelt, dann wird man auch irgendwann schon jetzt nicht Ip Man erreichen, weil er ist ja wirklich unerreichbar, aber man wird schon so ein kleiner Ip Man selber werden. Ja, das Gute hier ist ja, dass es einmal das Alternative gibt für den Fall draußen, wenn was passiert, und das Traditionelle. Und es wird halt beides beigebracht. Und dann kommen halt so alternative Sachen, wie wenn jemand mit dem Schwinger kommt oder wenn man geschubst wird, das hat ja was aus dem Alltag, hat ja was mit dem Alltag zu tun. Und dann bringt es halt schon was, weil ich weiß ganz genau, okay, wenn er jetzt mit dem Schwinger kommt, kann ich mich verteidigen. Oder wenn er auf mich zukommt, weiß ich, okay, erstmal laut sprechen und ich soll mich dementsprechend verhalten, damit ich schon mal selbstsicher bin und Ausstrahlung zeige, dass er weiß, ich bin jetzt kein Opfer. Also in dem Sinne kann man das schon gut umsetzen. Wir haben so ein sehr gutes Angebot gemacht, da kann ich wirklich nicht drüber meckern. Das kann ich locker finanzieren im ersten Lehrjahr. Kommt hin.